Kat und Easy sind 16. Sie sind beste Freundinnen und sie haben sich viel vorgenommen für das neue Jahr. Es ist das Jahr 1973. Willy Brandt ist Bundeskanzler, Pink Floyd und Uriah Heep spielen die Musik der Stunde und im Jugendzentrum von Lauschtädt kreisen Joints so selbstverständlich wie Bierflaschen. Lauschtädt gibt es nicht und doch zu Dutzenden. Es ist die sprichwörtliche Stadt in der Provinz mit einem Gymnasium, einem Jugendzentrum, Eltern, die sich gegenseitig kennen und Jugendlichen, denen der Ort zu eng ist und doch Heimat. Kat und Easy, die eigentlich Easy heißt, aber von Kat in Easy umgetauft worden ist, Kat und Easy also haben sich viel vorgenommen für das neue Jahr. Ein richtiges Konzert, einen Joint und Sex, natürlich. Doch dann kommt alles anders, denn Kat und Easy verlieben sich, dummerweise in denselben Mann. Fast 50 Jahre später treffen sich Kat und Easy wieder auf Kreta. Beide sind jetzt Anfang 60, Kat betreibt einen erfolgreichen Lebenshilfeblog, ist geschieden und hatte nie Kinder, Easy hat 3 Kinder von 3 unterschiedlichen Männern, lebt trotzdem allein und ist immer noch, ja, Easy. Kat und Easy sind sich immer noch sehr ähnlich, sie kennen sich auch sofort wieder, obwohl sie sich seit jenem Jahr 1973 nie mehr gesehen haben. Das Jahr mit Easy war eines der wichtigsten meines Lebens gewesen und bestimmt auch eines der aufregendsten. Aber ich hatte nie das Verlangen gehabt, sie wiederzusehen. Ich hatte auch kein Verlangen nach Geschichten, die mit »Weißt du noch?« oder »Was ist eigentlich aus XY geworden?« anfingen, und es war zu befürchten, dass Easy genau solche Geschichten mit mir teilen wollte. Doch der eigentliche Grund, warum Kat Easy fast 50 Jahre lang aus dem Weg gegangen war, ist das, was 1973 wirklich geschah. Der Mann, in den sie sich damals beide verliebt und mit dem sie beide zum ersten Mal Sex gehabt hatten, dieser Mann war 1973 tödlich verunglückt. Und Kat und Easy haben ganz unterschiedliche Erinnerungen daran. Susanne Pastor erzählt die Geschichte von Kat und Easy mit leichten Worten, aber immer präzise und mit einem wunderbar lakonischen Humor. Abwechslungsweise spielt ein Kapitel im Lauschtädt von 1973 und auf Kreta in der Gegenwart. Die Vergangenheit ist dabei aus neutraler Perspektive mit Blick über die Schultern von Kat erzählt, die Gegenwart aus der Ich-Perspektive von Kat. 1973 ist die zentrale Frage: Wer bin ich? Wer möchte ich sein? In der Gegenwart lautet die Frage: Was bin ich geworden? Bin ich das wirklich oder mache ich mir etwas vor? Genau deshalb geht das Buch uns alle an. Mein Name ist Matthias Zehnder. Ich gebe Ihnen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, jede Woche einen Lesetipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche die Geschichte von Kat und Easy von Susanne Pastor. Sicher kennen Sie die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Die Geschichte handelt von einem Liebespaar, von Chirurg Thomas und Fotografin Teresa. Thomas nimmt das Leben leicht, vieles gelingt ihm. Er hat Dutzende von Affären, die er alle auf die leichte Schulter nimmt. Teresa nimmt das Leben schwer. Sie misst auch kleinen Dingen große Bedeutung zu. Sie leidet unter den Affären von Thomas. Als ich die Geschichte von Kat und Easy las, musste ich immer wieder an die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera denken. Kat gibt sich zwar cool und wissend, nimmt das Leben aber schwer und misst auch kleinen Dingen Bedeutung zu. Kat hat die Macht, Wörter zum Leuchten zu bringen und Räume mit Wut zu verpesten, schreibt Susanne Pastor. Deshalb hat sie auch die Macht, Easy in einen anderen Menschen zu verwandeln. Aus Easy macht sie Easy. Easy nimmt die Dinge hin und die Menschen an, staunt über sie und verzeiht ihnen sofort. Sie will keine Macht und lässt sie Kat. In Kats Gegenwart führt die strebsame Easy ein neues Leben als Easy. Zu Easys neuem Leben gehört eine Liste mit Dingen, die es schleunigst zu erleben und zu lernen gilt. Rauchen, trampen,
die Namen von allen Rockbands kennen, Alkohol, Sex, zu Konzerten von allen Rockbands gehen, Kiffen und Strip-Poker. Eigentlich stammt die Liste von Cut, aber Easy setzt sie um, bis auf den Strip-Poker. Easy heißt also nicht nur so. Eigentlich ist sie naiv und unerfahren, sie nimmt das Leben aber leicht, bald huscht sie von einem Bett ins nächste und lebt wie ein richtiges Hippie-Mädchen zwischen Joints und Trips und Sex und Rock'n'Roll. Entscheidend dabei ist, dass sich die beiden Mädchen gegenseitig etwas vormachen. Kat gibt die coole, abgeklärte, wissende. Sie redet über Sex, wie wenn sie alles schon erlebt hätte. Dabei hat sie ihr ganzes Wissen nur aus Büchern und Zeitschriften. Easy will ihr nicht nachstehen und stürzt sich ihr hinterher ins Leben, weil Kat in Wahrheit gar nicht so abgeklärt ist, wie sie redet, und vieles, von dem sie erzählt, noch gar nicht erlebt hat, ist Easy ihr rasch meilenweit voraus. So war das nicht nur 1973, so ist es auch heute. «Ich wäre jedenfalls immer noch gerne wie du», sagte Easy, und es kam so unerwartet, dass ich stehen blieb. «Ach komm, das wolltest du doch nie wirklich», sagte ich. Es klang wenig überzeugend. Ich hätte zu ihr sagen müssen, hör entweder sofort damit auf oder mach wenigstens etwas Ironisches draus. Wir gingen weiter. Und ob ich das wollte? Du warst meine große, starke Schwester, die bei allem durchblickte. Du erinnerst dich doch noch an meine Liste. Die bestand nur aus Sachen, vor denen ich Schiss hatte. Alle wussten das, nur vor dir habe ich behauptet, ich wäre ganz heiß drauf. Nein, mit über 60 können sich Kat und Easy nicht mehr viel vormachen. Zumal Easy herausgefunden hat, dass hinter dem berühmten Lebenshilfeblog Mockingbird ihre Kat steckt. Also schreibt sie ihr ebenfalls unter Pseudonym. Aber Mockingbird Kat merkt sofort, dass hinter dem Pseudonym Ich will's wissen Easy steckt. So eröffnet sich in der Gegenwart eine zweite Dialogebene zwischen den beiden Frauen. Sie reden nicht nur bei flackerndem Teelicht auf der Terrasse des baufälligen Hauses in Kreta miteinander, sondern, ohne darüber zu sprechen, auch unter Pseudonym auf dem Blog von Mockingbird. Mit der Vergangenheit gehen sie ganz unterschiedlich um. Kat ist aus Lauschtädt geflüchtet, Easy ist nach Lauschtädt zurückgekehrt und lebt jetzt da. Wie ist das eigentlich, in Lauschtädt zu leben? Begegnet man da nicht ständig seiner eigenen Vergangenheit? Überhaupt nicht, sagt Easy. Lauschtädt ist immer Gegenwart. Das, was mal unser Gymnasium war, ist jetzt die Schule, auf der meine Kinder Abi gemacht haben. Wie die Stadt in den 70ern ausgesehen hat, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, das Problem mit der Vergangenheit hast nur du. Susan Pastor erzählt nicht nur eine spannende Geschichte über zwei 16-jährige Mädchen in den 70er Jahren, die sich mit 62 Jahren noch einmal begegnen, mit der coolen, aber schweren Kat und der naiven, aber leichten Easy zeichnet sie zwei ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Vergangenheit und dem Leben umzugehen. Man fragt sich unwillkürlich, und ich? Wie gehe ich um mit meiner Vergangenheit? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Oder besser, was lässt sich aus einem Leben machen, das über eine Liste hinausgeht, auf der Dinge zum Abhaken stehen wie Rauchen, die Namen von allen Rockbands kennen und Sex? In ihrem letzten Posting als Ich will's wissen schreibt Easy: Ach, und ich habe heute noch etwas gelernt. Wir waren jung damals, aber wir waren trotzdem längst die, die wir heute sind. Das ist erschreckend und tröstlich zugleich, oder? Es befreit uns nämlich davon, mit Listen, Trips und sich gegenseitig etwas vormachen, jemand zu werden, den wir nicht sind. Das ist ungemein befreiend. Susan Pastor ist ein wunderbares Buch gelungen, auch deshalb, weil sie in den Textabschnitten über die 70er Jahre die Zeit mit all ihren Gerüchen nach Dope und Miefigkeit und mit der Musik von Joni Mitchell bis Barclay James Harvest wieder aufleben lässt. Herrlich. Die Geschichte von Kat und Easy von Susan Pastor ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und mein Buch der Woche. Lesen Sie gut.